So, tüdelü, sind wir wieder da, ne? Das geht aber hier wirklich zügig, ein Video nach dem nächsten und wir sind heute mit dem Thema Missionen beschäftigt in Europa Universalis 4, euer Van Bergen am Mikrofon, herzlich willkommen zurück. Immer noch Krieg, Österreich verteidigt das Reich gegen Burgund, soll uns aber nicht weiter tangieren, wir gehen Richtung Stolp und wollen ja jetzt diesen kleinen Twist machen, ja, und das ist ein schönes Beispiel für Missionen. Was heißen eigentlich Missionen? Moment. Wir haben ein bisschen was zu tun. Familienbande, schöne Story, Cousinen, Cousins und alle zusammen. Ein bisschen Inzucht muss auch dabei sein. Adliges Bündnis mit fremder Macht. Oh. Sachsen-Lauenburg. Wir haben die Stände noch nicht angegriffen. Müssen wir auch noch machen. 15 Prestige. Und 33 Admin-Kraft, ja. Oder Admin-Macht. Boah, aber Prestige ist mir zu teuer, ja. Wir haben jetzt gerade mal 13 und zusammengejuckelt. Das ist noch ein bisschen blöd. Also nehme ich dann doch hier die Loyalität der adeligen Stände und ich verliere ein bisschen Adminkraft. Ja, ich möchte ganz gerne wirklich das Prestige behalten. So, wir haben zweierlei Probleme. Zum einen, also wie in der letzten Folge schon angekündigt, wir haben jetzt den Krieg noch mit Burgund. Das stört ein bisschen. Unsere Rekrutenreserve ist natürlich ein bisschen nieder. Noch nicht auf Null, aber wir bauen wieder auf langsam. Wir bewegen uns mal Richtung Stolp. Ich habe ja gesagt, ich würde ganz gerne abwarten, bis die Kernprovinzen durch sind. Ich glaube, so viel Zeit habe ich noch. Pass mal auf. Kurz vor Schluss heißt dann auf einmal, 1. Mai war das Thema, wollte ich angreifen, ich weiß. Aber was interessiert mich, der Quatsch, den ich gestern gesagt habe. Es ist, wie es ist. Wir lassen noch das hier durch, die Kernprovinzen, und warten noch ein bisschen auf die Mannstärke. Dass wir nach Stolp gehen, ist eigentlich auch gar nicht so relevant. Wir können eigentlich den Deutschen Orden sowieso nicht angreifen. Wir sollten uns Stettin dann vorknüpfen. Mecklenburg ist ja auch noch mit drin, glaube ich, oder? Nee, Mecklenburg ist bei uns. So, oder bei Polen. So, okay, wir sind wieder im Plus, was das Geld angeht. Das ist soweit in Ordnung. Schauen wir uns noch mal ganz kurz die Missionen an. Warum sage ich jetzt, was ich aktuell mache, ist ein bisschen kontraproduktiv zu den Missionen. Denn ich habe mir meine eigenen Ziele gesteckt. Das liegt einfach daran, weil ich ungefähr weiß, wie das Spiel sich in den nächsten Jahren, jetzt in den Spieljahren, verhält. Ja, was so passiert und was so wichtig ist. Zum Beispiel gibt es hier ein Event, dass Danzig unabhängig wird. Ja, sobald Danzig unabhängig ist, führt es Krieg gegen den Deutschen Orden. Polen hilft, wird in so ein Bündnis mit reingezogen und am Ende ist Danzig mit noch ein paar Provinzen, je nachdem, was sie erobern, ist auf einmal dann natürlich ein Vasall von Polen und ich habe keinen Zugriff mehr. Das ist der Lauf der Zeit, so ist das Spiel von den Events, ja. Wollen wir nicht und deswegen machen wir unsere eigenen Kriegsziele. Ansonsten könnte man natürlich auch hier an den Missionen sich langhangeln, ja, das ist vollkommen unproblematisch. Wir sehen zum Beispiel diese preußische Expansion. Hier heißt es, ihr seht das so ein bisschen lila hervorgestochen. Ne? Diese ganzen Provinzen, die da in Ostpreußen liegen, jetzt ist es noch Deutscher Orden. Das zählt eigentlich zu der Mission, die preußische Expansion. Wir gehen das mal davor. Wir gehen jetzt nicht den Weg. Normalerweise sagt man ja, Mission 1 abgeschlossen, dann gehe ich zu Mission 2. Dann geht es immer so weiter, ja, den Baum entlang. Das zu den Missionen. Missionen sollte man aber nie außer Acht lassen. Hat man mal so eine Durststrecke erreicht oder man sagt so, was greife ich denn jetzt an? Was wäre denn jetzt sinnvoll? Ruhig in den Missionsbaum und sich ganz langsam anschauen, was gibt es so, ja? Ansbacher Nachfolge ist einfach ein Event, was später ploppt, ja? Das können wir jetzt mal ausblenden. Aber Zeichen der Stärke ist eine tolle Sache, ja? 15 Provinzen in Norddeutschland, ja? Das sieht man jetzt hier. Die müssen wir innehaben. Ich muss mal ganz kurz durchrechnen, weil Stolp zählt nicht dazu, so wie ich das sehe. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also uns fehlen nur noch drei Stück. Also Mecklenburg oder Wolgast oder Stettin. Und dann hätten wir das auch voll. Ja. Und dann gibt es immer tolle Geschichten, denn erhalten wir in dem Fall noch mehr Ansprüche. Auf dem Gebiet im Bereich Sachsen-Anhalt, Hannover, bis nach Ostfriesland geht das dann hier schon mit Ansprüche. Und so kann man sich natürlich auch voranhangeln. Sollte man auch. Denn es gibt häufig, wie in dem Fall jetzt, dann natürlich, wie sagt man, Ansprüche, kostenlose Ansprüche, die man nicht selber fingieren muss. Und die sind um einiges stärker, ja. Hier in dem Fall sogar dauerhafte Ansprüche. Fingierte Ansprüche, die man macht, sind häufig abgelaufen nach 10, 15 Jahren, ja. Dann muss man die erneuern. Und diese bleiben einfach über das ganze Spiel hinweg, bis man die Mission am Ende dann nochmal abgeschlossen hat. Und dann geht's zur nächsten. Also wie gesagt, es gibt ganz, ganz tolle Events.
zum Beispiel hier ist der Baum fürs Kaiserdasein, ja. Was wir jetzt ja gesagt haben, machen wir nicht. Aber hier immer mal wieder reinschauen, was für Mission wäre für uns die nächste. Also ich sehe jetzt mal, primär sehe ich Bastion des Glaubens für uns ganz gut. Hier ist es so, dass wir Verteidiger des Glaubens werden können. Das ist dann später, wenn wir vielleicht protestantisch sind, ganz toll. Kostet auch ein bisschen Geld, ja, selbstverständlich. Globale Dominanz kommt dann einfach im Laufe der Zeit, wenn man stark genug ist im Handel. Auch das wird noch ein späteres Thema sein. Und natürlich hier die Eroberungsmissionen, ja. Und es gibt, ich finde jetzt der brandenburgische, preußische Baum, so nenne ich es mal, der ändert sich ja noch ein bisschen, glaube ich. Ich glaube, wir kriegen nochmal einen neuen, der heißt dann wirklich preußische Missionen. Gucken wir später, wenn es denn soweit ist. Der ist ein bisschen abgeändert noch. Wenn mich nicht alles täuscht. Kann auch sein, dass es der gleiche ist. Wir sehen es aber dann. Aber da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Missionsbäume. Also ich finde, einer der besten Missionsbäume, die ich gespielt habe, ist fast England. Gefolgt von Frankreich ist auch richtig stark. Ja, macht richtig Bock. Österreich ist auch. Aber Österreich ist schon nicht einfach der Baum. Ja, also das Achievement schon gemacht hat, Hut ab, nicht so verkehrt. Gibt es auch ein tolles Achievement. Gut, lassen wir es so stehen. Wie gesagt, wir spielen ein bisschen am Baum vorbei. Suchen uns ein bisschen die Kriegsziele einfach durchs Know-how. Und demnach sollte das auch schon alles dazu erstmal gewesen sein, wenn wir wieder was erreichen. Manchmal macht es auch Sinn, eine Mission nicht sofort abzuschließen, sondern später, ja. Vielleicht kommen wir nochmal an den Moment, wo es dann einfach mehr Sinn macht, die später abzuschließen, weil entweder gibt es viel Prestige und wir sind gerade bei 100 Prestige. Oder es gibt andere Boni, ja, die man vielleicht später lieber nehmen, zum Beispiel plus Moralstärke, ja, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt die nächsten 10 Jahre keinen Krieg, lasse ich die Mission auch gerne mal ein bisschen laufen und schließe sie dann kurz vor Kriegsbeginn ab, ja, um dann nochmal so einen Bonus mitzunehmen, den wir dann über die Mission erhalten. So viel dazu, an und für sich, tolle Sache, gab es am Anfang des Spiels nicht, wurde nachträglich implementiert und wird nach wie vor immer noch weiter ausgebaut. Fast für alle Nationen gibt es einen eigenen Missionsbaum, ja. Also alle Nationen haben einen. Es gibt aber nochmal richtig individuelle Missionsbäume für viele Nationen, ja. Okay, so viel dazu haben wir das. Jetzt würde ich sagen, ist doch langsam Zeit für Krieg. Jetzt stehen die uns da auf den Füßen, die Flandern. Gehe ich nochmal zurück oder... Was hat denn jetzt Polen eigentlich vor? Die sind auch fit, ja. Die haben volle Mannstärke, die chillen hier unten rum. Das dauert nicht mehr lang, bis die kommen. Sollen wir es machen? Wir machen es. Ich habe es ja angekündigt für die Folge, das ist die zweite Kriegsfolge. Und auch hier werden wir uns... Viele Verbünde haben wir nicht, weil, soweit ich weiß, Pfalz ist sowieso im Krieg. Und Sachsen haben wir keine Gefälligkeiten mehr. Haben wir aufgebraucht beim letzten Krieg, ja. Hätten wir vielleicht gar nicht gebraucht, aber wir haben es halt gemacht. Jetzt habe ich 11,7. Ich könnte noch mal einen Monat warten. Jetzt habe ich am Ende zu lange gewartet. Pass auf, hundertprozentig. Nee, haben wir nicht. Perfekt. So, auf geht's. Natürlich den Deutschen Orden angreifen mit Unterstützung. Hier sieht man zum Beispiel, das ist ein Event, Polen möchte ganz gerne Land. Das ist dann meistens so, dass die kurz davor stehen, auch anzugreifen, beziehungsweise sind Rivalen. Weil wir jetzt bei Polen, soweit ich weiß, nicht genügend Gefälligkeiten haben. Aber da können wir auch nochmal kurz abgleichen. Ja, wir haben nur das 9 von 10. Deswegen nehmen wir jetzt diesen Event mit. Und da muss man aufpassen, um größere Nationen, die wir jetzt hier missbrauchen. Polen missbrauchen wir für unseren Krieg. Dass wir die nicht zu sehr verunglimpfen, wenn wir uns jetzt alleine nur Land holen und die kriegen nichts. Ich nehme sie bloß jetzt mit rein, dass wir nicht in die Gefahr laufen, jetzt... wie soll man sagen, dieses Event mit Danzig loszulösen. Ne? Dann holen wir uns über Danzig und dann führen wir die nächsten Jahre immer wieder selbst initiierten Krieg gegen den Deutschen Orden, ohne dass Polen jemals Zugriff hat auf die Provinzen. Riesenstrategischer Vorteil. Auf geht's, Feuer frei, ab gegen Stettin und dann schauen wir mal, wie es läuft. So, wir sind heilig gesprochen, schöne Sache, Stabilität ist immer gut. Wir gucken mal kurz rein, sind die auch schon bei 4? Ne, die sind auch 3, genauso wie wir. Und da haben wir wieder das Thema mit den Kämpfen, was wir in der letzten Folge ja schon hatten. Das sollten wir eigentlich gut gewinnen, ja. Weil wir auch schnell genug sind, haben sie da auch nicht so viel Optionen dagegen zu setzen, ja. So, da kommt der Deutsche Orden. Der ist ein bisschen stärker, da müssen wir jetzt aufpassen, dass der uns nicht aufreibt hier, wenn wir hier alleine rumstehen. Hier drüben sehen wir noch den anderen Konflikt. Die belagern so ein bisschen die frisch eroberten Provinzen. Ist ein bisschen ärgerlich. Aber da kommen wir jetzt nicht drum herum. So. Wenn wir Glück haben, da kommen die Polen von unten. Die müssen uns jetzt ein bisschen zügig verteidigen. Ansonsten werden wir hier auch
die Flucht nach vorne machen. Wir schauen mal, wie weit der Deutsche Orden sich bewegt. Er kommt zu uns hier. Also, wir machen die Flucht nach unten. Ich weiß gar nicht, können wir hier sogar? Wir können sogar. Oh. Wer da jetzt Zugriff hat? Ah, wir natürlich. Ich habe mich jetzt ein bisschen gewundert, warum darf ich durch Glogau laufen? Aber wir haben ja noch den Krieg gegen Burgund mit dem Kaiser. Und da ist es uns möglich, durch alle Ländereien zu laufen. Aber wir machen uns, wir flüchten mal ein bisschen vor dem Deutschen Orden. Wie gesagt, ich möchte ungern meine Männer verlieren. Und hier sehen wir jetzt eigentlich das, was ich in der letzten Folge angekündigt hatte. Wenn die KI die Möglichkeit hat, den Spieler anzugreifen, macht das auch gerne. Ja, jetzt sind wir hier schon auf der linken Seite komplett belagert. Und so wie ich das sehe, kommt auch Österreich nicht wirklich voran. Ja, sie bemühen sich. Stets bemüht. Ist noch ein bisschen ungünstig, aber nicht kritisch. Ja, wir laufen mal weiter. Wir schauen uns das mal an, was sie machen. Wir bewegen uns jetzt ein bisschen Richtung Polen, weil da sind wir sicher. Und wir können eigentlich den Weg nach Danzig machen. Aber wie ihr seht, der Deutsche Orden bewegt sich nur Richtung uns. Nicht nur, weil wir Hauptkriegspartner sind, sondern weil wir nun mal der menschliche Spieler sind. Ja, das ist. Es liegt der KI fern, sinnvoll anzugreifen. Für uns ist es natürlich super lästig. Technik habt ihr gesehen, habe ich mal mitgenommen, weil wir genügend Punkte haben. Wir brauchen das jetzt nicht ansparen, weil die Renaissance haben wir eh noch nicht fertig. So, jetzt wird richtig hier aufgetischt, ja. Wir gucken mal. Da sind die Freunde weg. Hier steht Stettin mit dem Livonischen Orden. Berlin wurde schnell bombardiert. Das ging zügig. Müssen wir mal schauen, wie schnell die Polen sind. Und ob wir einfach auch schnell den Livonischen Orden rausnehmen können. Dass die Angriffe ein bisschen effektiver laufen, ja, dass wir dann weniger Ziele haben, dann läuft auch unsere KI, unsere Verbündete, nämlich Polen als solches und Litauen, nicht quer durch die ganze Gegend. Dafür müssten sie aber Livland einnehmen, sonst kriegen wir die auch nicht los. So, Admin-Tech nehme ich auch mit, dann sind wir da auch auf dem aktuellen Stand, was die Technologie angeht. Dann schauen wir mal. Blöd ist natürlich selbstverständlich, wenn wir jetzt Kriegspartei sind und unsere Hauptstadt ist belagert. Das ist ganz klar. Also wir haben ja zweierlei Probleme. Zum einen, Danzig ist nicht eingenommen. Und das ist das Hauptziel, ja, dieses Krieges. Ich kann auch schlecht jetzt nach Danzig gehen. Gehe ich nach Danzig, komme ich nicht mehr raus. Ja, das heißt, hier diese, wie viel sind es denn? 12, 19 und dann nochmal 5, ja, also 24.000 Mann könnten mich dann einkesseln, ja. Ich komme aus Danzig nicht raus wegen zwei Türmen. Deswegen muss ich mich jetzt ein bisschen auf die Polen verlassen, ja, dass die jetzt kommen. Die machen aber auch jetzt keine Anstalten. Doch, sie kommen. Und da gehen wir mit, ja. Mal gucken, was sie vorhaben. Wir können einmal Stolp befreien. So. Und dann hoffen wir, dass der Deutsche Orden nicht so schnell durch Berlin durchkommt. Ja, ansonsten ist das hier ein bisschen ungemütlich. Aber es lohnt sich trotzdem, auch wenn wir jetzt natürlich ein bisschen Minus machen, was Geld angeht. Auch wenn wir ein bisschen Defizit haben, jetzt von Mannstärke, was wir verlieren. Kriegsmüdigkeit geht nach oben. Alles nicht so prickelnd, ja. Aber unterm Strich lohnt es sich, ja. Ich gehe jetzt doch auf Danzig, weil ich natürlich jetzt Polen hier an der Seite habe. So. Es ist Folgendes passiert, ihr seht, es ist momentan aktueller Kriegswert beträgt 0 und er steigt auch nicht, weil immer noch zu viel beim Gegner eingenommen ist oder bei uns auch eingenommen ist. Ne? Und ich habe so ein bisschen Panik, dass die hier gleich durch sind. Jetzt gehen sie runter und jetzt wird es problematisch. Mal gucken, wo sie jetzt hinlaufen. 12 und 9, weil jetzt komme ich nämlich nicht mehr raus. Ja? Ich kann mich höchstens hier mit auf Polen stellen, gemeinsam. Was gut ist, sie haben jetzt Berlin die Belagerung abgebrochen. Jetzt geht natürlich die Belagerung zurück von Danzig, weil hier noch ein Tower offen ist. Ich denke mal, das ist soweit klar. Alle Provinzen ringsherum um den Tower gehören letztendlich zu diesem Turm. Und sobald eine Armee von der Provinz runtergeht, geht die Belagerung rückwärts. Es sei denn, man stellt sich auf Tuchel und hält hier zum Beispiel die Belagerung aufrecht. Jetzt können wir mal probieren, ob wir es mal schaffen. Wir können kurz hier den Balken zurücklaufen lassen. Wenn ich mich jetzt auf Tuchel stelle, dann bleibt es natürlich auch bestehen, ja. Nein. Ah, da ist noch ein. Königsberg gehört auch noch dazu. Alles klar. Und dann stellen wir uns zurück. Dann macht es für uns keinen Sinn. Wir lassen Polen belagern. Die sind da ein bisschen fitter. So, wie sieht's aus mit Burgund und Österreich?
Sieht man auch, Lüttich ist auch immer so ein endloses Thema. Die kommen da nicht durch. Wenn sie jetzt Lüttich auflösen, ist der Kriegsstand ein bisschen besser, ja, für unsere Seite. Ansonsten zieht sich einfach in die Ewigkeit, ja. Zieht sich einfach extrem in die Länge. Nein, löst sich nicht. Wie sieht's hier aus? Jetzt kommt von unten noch Ungarn, das ist praktisch. Aber das ist ja für den Burgunderkrieg, ja, schade. Die hätten wir jetzt auch hier gebraucht, ja. Ich weiß gar nicht, ob der... Ja, der kann für uns die Belagerung auflösen. Das ist natürlich praktisch, macht er aber nicht. Ich kann aber das auch festlegen. Wenn ich Verbündete habe, kann ich hier auch mal ein Ziel festlegen. Ist eigentlich noch ein schönes Thema gewesen für das Kriegsszenario, ja. Dann kann ich eine KI sagen, bitte hier. Oder auch eigenen Untertanen, die mitkämpfen, ja. Ob die das dann machen, das steht an anderer Stelle, ja. Wenn wir nicht gerade Kriegschef sind, eher unwahrscheinlich, dass sie sich an unsere Vorgaben halten, ja. So, wie sieht's da aus? So, lala. Den Livonischen Orden kriegen wir vielleicht gleich Zonen raus? Nee, noch nicht ganz, leider. Der ist noch nicht bereit, aber der wird jetzt belagert. Schlau wäre, wenn sie jetzt hier bleiben würden auf die Geschichte. Wir machen mal kurz Pause, weil wir zwei Kriege haben. Württemberg hat aufgegeben, das war auch einer Verbündeter von uns. Und sie haben es immer noch nicht geschafft. Doch, Lüttich ist frei, alles klar, sehr schön, okay. Jetzt sehen wir hier, der Kriegsstand läuft zu unseren Gunsten, also für Österreich, ja, gegen Burgund. Das müsste aber auch im Deutschen Orden mittlerweile der Fall sein. Ja, auch hier ist es so, dass er steigt, ja. Sehr schön. Wir haben da unten auch schon einen Tower eingenommen. Und der nächste ist auch schon in Bearbeitung. Wie gesagt, praktisch wäre es, wenn wir wirklich mal den Livonischen Orden rausbekommen. Aus dem Konflikt, weil dann konzentrieren sich auch die Einheiten so ein bisschen hier auf das Zentrum des Kriegsgeschehens, ja. Schön, da oben haben sie uns auch befreit, die Belagerung ist aufgelöst. Das ist gut für unsere Kriegsmüdigkeit, denn je mehr Provinzen belagert sind, desto schneller ist natürlich der Anstieg der Kriegsmüdigkeit, ja. Das kann man ja auch immer stets beobachten, hier in dem Bereich 2,76, das kann man zwar auch mit diplomatischer Macht verringern, am Anfang will man das aber nicht, ja, weil es ist, alle Punkte, die du hier bekommst, sind sehr kostbar. Da lässt man lieber ein bisschen die Zeit für sich laufen. Ne? Es kommt darauf an, wenn man natürlich ganz weit oben steht, dann kriegt man noch weitere Probleme, die man natürlich hier auch schon sehen kann. Später ist es teurer. Du hast Unruhen global, ja, das ist schon mal ein Riesenproblem. Was wir auch gleich bekommen werden, nämlich hier die lüneburgischen Kollegen sind nicht so erfreut über die Einnahme der Provinzen. Das können wir jetzt einfach, um ein bisschen Zeit zu gewinnen, können wir auch einfach die Autonomie hier erhöhen. Das setzt die, sag ich mal, die Rebellenaufstände auf 0, beziehungsweise verringert sie um den Wert 10. Das gleiche gilt für Stolp. Weil das brauchen wir jetzt nicht, dass noch Rebellen aufploppen bei den paar tausend Mann, die wir haben. Kostet sowas auch ganz gerne mal richtig Mannstärke, ja, wenn es blöd läuft. So, jetzt haben sie eine polnische Provinz eingenommen. Da oben sind sie noch nicht viel weiter. Hier unten sind sie auch nicht viel weiter. Jetzt kommen wir so ein bisschen in Schwulitäten. Weil, wenn ich mal richtig schaue, weil wir so blöd aufgeteilt sind, ja, hier sind 15, da sind 13, hier sind 10, ja, sind die fast im Ballungsraum fast stärker als wir, ja, mit diesen Einheiten, die hier unterwegs sind. Müssten wir uns jetzt hier den Polen anschließen, der Belagerung. Wir müssen es beobachten. Jetzt kommen sie hier. Und wollen natürlich das zurückholen. Der nächste Stabilitätszuwachs. Das sind aber einfach Events, die man gerne durchklickt, selbstverständlich. Ja. Stabi ansonsten sehr, sehr teuer bei der administrativen Macht. Okay. Ich sag mal so, wenn wir jetzt natürlich schon ein bisschen stärker wären, könnten wir das auch ein bisschen Eigeninitiativ besser gestalten. Ja. Wir sind schon sehr abhängig in dem Fall von Polen, Litauen. Ja. Das ist, muss man ganz klar sagen, wie die KI sich bewegt. Gut ist, wenn wir es einfach jetzt über die Bühne geschaukelt bekommen. Jetzt ist Livonischer Orden da hinten. Wir versuchen ihn nochmal rauszunehmen. Das kann dann manchmal passieren. Ja, in dem Fall auch. Wir können sogar ein bisschen Geld verlangen. Ein bisschen ist gut. Ein bisschen viel. 52. Von diesen 52 bekommen wir 5. Weil natürlich hier Polen, Litauen den größten Löwenanteil hat. So, dann haben wir schon mal einen weg. Und das Schöne ist, jetzt konzentrieren sich auch alle hier auf das Hauptthema. Ja, wir haben ja noch Stettin muss ja auch noch belagert werden. Aber ich bleibe einfach auf Danzig stehen, was das Kriegsziel ist. Das bringt uns dann in der Summe mehr, ja.
So, Livonische Orden geht raus. Bei uns ist nichts belagert. Schiffe müssen wir noch gar nicht denken, weil wir noch gar keinen Seezugang hatten. Mit Stolp haben wir einen, aber das machen wir alles später. Das kostet auch in der Produktion erstmal Geld. In dem Fall, hier ist wieder die Frage nach Prestige oder Macht. Weil ich ungern minus Prestige habe, nehme ich jetzt auch wieder hier die Diplomacht, ja. So. Ihr habt gesehen, wir sind auch mit einer Machtprojektion wieder gestiegen, weil wir dem Deutschen Orden den Krieg erklärt hatten. Das dürfte 10 gewesen sein. Wir sind schon 2 Jahre im Krieg. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel es gibt, aber ich glaube circa 10. Und jedes Jahr sinkt das dann jetzt in dem Fall minus 1. Gibt dann auch wieder Machtprojektion. Wenn wir jetzt natürlich den Deutschen Orden noch entsprechend bearbeiten bei den Friedensgesprächen, wenn wir dahin kommen, gibt es auch wieder Machtprojektion, ne? Wie ich schon gesagt habe. Tasten wir uns langsam voran. So, wir haben noch ein bisschen Diplomaten frei. Es ist ja dieses Mikromanagement bei EU4. Man muss ja immer eigentlich was tun. Es gibt immer etwas, irgendjemanden zufriedenzustellen. Wir setzen das nochmal an bei Trier, ja. Beziehungen verbessern. So, dann hatten wir eigentlich fast mit allen. Die Iberische Hochzeit, auch schönes Event, denke ich, soweit bekannt. Wir hatten eigentlich mit allen Rivalen jetzt mittlerweile schon einen Konflikt. Ja, das ist natürlich perfekt. Und ganz entscheidend, wir sind hier in allen Bereichen der Impulsgeber für die Kriege. Ja, außer jetzt natürlich diese burgundische Sache. Aber wir brauchen den Kaiser noch an unserer Seite. Den können wir noch nicht auslassen. Das wird jetzt auch noch kein großer Landgewinn. Wurde es ja auch nicht mit der anderen Geschichte Lüneburg-Celle. Auch das ist ja noch kein großer Landgewinn. Weil wir uns noch nicht so sicher aufstellen können. Wir müssen ja auch, wir können auch noch Provinzen dann hinzufügen. Ja, aber das, all das natürlich dann ein bisschen später. Und es soll ja auch in dem Sinne keine Welteroberung sein werden, sondern eher so eine Hegemonie vielleicht, ja, dass wir einfach so der stärkste Brocken in Europa sind. Und auch das ist nicht so schwierig, ja, in EU4. Aber man kann sehr, sehr viele, wenn man jetzt frisch anfängt, sehr, sehr viele Achievements natürlich schon mit Brandenburg gestalten, ne. Und da ist, denke ich mal, so ein Einstieg gar nicht so verkehrt, ja. Jetzt haben sie uns den Tower wieder zurückgeholt. Prickelnd. Und wir kommen hier nicht weiter auf dem. Wir sind immer noch bei 6, ja. Und er juckelt sich da langsam in 62 Tagen pro Runde. Oh, mein lieber Schieber. Wo sind denn unsere polnischen Freunde? Das kann es ja jetzt nicht sein. Da sind 11, da sind 7 Flandern. Das ist die andere Story. 8. Also Burgund ist durch, wir könnten mit Burgund sogar Frieden schließen. Will ich aber nicht separat, ne, kann ich nicht, ihr seht. Ich habe nicht, weil ich nicht mitgemacht habe, habe ich keinen Kriegsstand, ja. Aber Österreich macht das wahrscheinlich gleich. So, da kommt er jetzt wieder zurück mit seinen 10 People. Dann gehen wir doch auf Tuchel. Wenn er jetzt da oben rumläuft, dann gehe ich dann doch auf Tuchel und mache hier fleißig mal eine Belagerung mit. Okay. Auch das, warum habe ich jetzt die Belagerung nicht früher angefangen? Auch das wieder das Thema, ja, weil ich mir nicht sicher war, wie die Bewegungen sind. Jetzt haben wir ja unter anderem auch Danzig aufgeben müssen. Das ist für den Kriegsstand natürlich hinderlich. Aber ich das sehe, kommen wir ansonsten nicht schnell genug voran. Aber das Gute ist, Livonische Orden ist raus, wird sofort von Moskau angegriffen. Und wir können uns jetzt hier mal auf das Kernland konzentrieren. Eigentlich ist es auch wieder nur ein Stellvertreterkrieg. Wir wollten bloß, wie sagt man so schön, den Kriegsstand in der Hand haben. Also auch den Kriegsbeginn in der Hand haben. Das ist ganz entscheidend. Nicht, dass jetzt Polen aus seiner Sicht, also jetzt müssen wir auch schauen, wann ist jetzt Kriegsende, wenn wir da mal so weit sind. Und wann sind die, wie sagt man so schön, Friedensverhandlungen beendet. Und dann gibt es ja hier sowas wie eine Waffenruhe, so heißt es ganz genau. Und wenn wir die abgeschlossen haben, müssen wir gleich wieder drauf. Dann wieder mit Polen, ja. Ohne dass Polen selber rangehen kann. Weil sonst bleibt nicht viel übrig von unserem schönen preußischen Hinterland, ja. So. Burgundschlossfrieden mit Pfalz. Ist immer noch am Eskalieren hier, ja. Gut. Wie lange brauchen wir eigentlich? Bei uns geht es ein bisschen schneller. 30. Aber er ist hier wirklich gefangen. 61 Tage für eine Runde. Aber er soll das eigentlich geschafft haben, ja. Immer noch nicht. Und er braucht 10.000 Mann. Das seht ihr hier. 10 Regimenter braucht er als solches, um die Belagerung aufrechtzuerhalten. Und sobald er da runterrutscht unter 10, kommt in diesem Bereich, dieses kleine rote Zeichen, und kann die Belagerung nicht fortführen. Sie verändert sich nicht.
Erst wenn er die Männer wieder aufgebaut hat. Wie viel brauchen wir? Wir brauchen 6. Wir können jetzt dabei helfen, dass das da weitergeht. Ja, er ist ja schon so weit gekommen. Nicht, dass er jetzt aufgibt auf halber Strecke. Das wäre super ungünstig, wenn er da schon 61 Tage braucht. Tuchel haben wir gewonnen. Jetzt können wir uns da draufstellen. Jetzt sind wir aber gleich im groß positiven Bereich. 50 Admin-Macht für uns. Schön. Berater haben wir noch nicht die Möglichkeit. Da fehlt uns einfach, sag ich mal, die finanzielle Substanz. So, dann haben wir es ja gleich. Sehr schön. Da ist Danzig. Ich gehe jetzt mit drauf. Ah, jetzt haben wir das Problem wieder mit Königsberg, ja. Dann teile ich uns auf, so. Halbe, halbe. Das sollte reichen gegen die paar Deutschorden-Kollegen. Aber die machen es gut. Ich muss sagen, bin ein bisschen enttäuscht von Polen. Was auch nicht so schlecht ist, ja. Ich brauche kein extrem starkes Polen. So, was haben wir denn jetzt erreicht? Nehmen wir das noch mit. Fränkische Hohenzollern. Ach, jetzt haben wir... Ah, das ist immer... Das ist genau das Event, was ich ja nicht haben will. Wir haben jetzt eine PU mit... zum einen mit Bayreuth. Und mit Ansbach. Das ist natürlich mehr problematisch für unsere... diplomatischen Beziehungen. Wir kriegen dadurch gleich noch eine Mission, die wir abgeschlossen haben. Einen neuen Herrscher haben wir. Und Stabilitätsrückgang. So. Das ist so eine Geschichte. Das ist schön, wenn du natürlich Kaiser bist. Ja, dann nimmst du so solche PUs mal gerne mit. Hier sind sie. Einmal Ansbach und einmal Bayreuth. Wir lassen sie jetzt kurz laufen. Hier sieht man im Besitz. Ansbach ist im Besitz. Jetzt kriegen wir sogar noch mit dem Abschluss dieser Mission kriegen wir sogar noch Anspruch auf diese ganzen Provinzen hier. Ja, das Frankenland. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe bis dato nicht verstanden, wie ich das lösen soll. Weil erstmal ein Problem, es gibt zwei Probleme bei der Geschichte. Wenn ich für Ansbach Land erober, gibt Ansbach auch selbst in der PU das Land gerne wieder an den Kaiser ab, ja, weil er sich ungern verscherzt, ne? Als Vasall wie als auch in der PU, wenn mich nicht alles täuscht, gibt er ganz gerne das an den Kaiser wieder zurück. Aber das heißt, die kriege ich dafür, sind eigentlich für die Katz. Und richtig steuern kann ich es auch nicht, weil diese zwei, ich kann jetzt nicht, ich müsste jetzt eine Idee erstmal durchdrücken, die diplomatische, um eine Beziehung extra zu bekommen, dass ich vielleicht auf 5 oder 6 von 5 rutschen kann. Sonst habe ich hier 2 Punkte Diplo macht Abzug jeden Monat. Das kostet mich in der Menge mehr als diese 2 kleinen Freunde hier. Die gebe ich lieber ab für Prestige. Ich brauche sie nicht. Diese PUs sind für mich in der Struktur einfach absolut oder im Spielvorgang wirklich sehr ungünstig. Also sage ich es mal. Das kann für andere anders aussehen. Für mich, in meinem Verständnis, nicht gerade förderlich. Ja. Deswegen gebe ich die immer ganz gerne ab. Gerade jetzt natürlich in dem Sinne. Ansonsten sind PUs Gold wert, ja. Aber dann sind sie selbst gesteuert, ein bisschen besser, ja. Nicht so aufgezwungen. Und dann auch noch 2 von kleinen Staaten, ja. Also. Wo haben wir es denn? Einfluss, ja. Achso, während des Krieges geht es nicht. Das heißt, wir müssen sowieso noch warten, bis der Krieg vorbei ist. Okay. Sollen sie kommen, uns ein bisschen helfen. Das sind ja mindestens 3000 Mann, das ist ja nicht so wenig. Dann haben wir noch unseren General verloren, denn der aktuelle Herrscher ist gestorben. Wie sieht's aus mit den Regierungstypen? Was ist hier ganz sinnvoll? Ich gehe in der Regel hier über die Steuereinnahmen. Finde das eigentlich praktisch. Die Alternative ist die Rekrutenreserve global plus 15%. Auch nicht schlecht, ja. Auch nicht schlecht. Weil wir nicht über die Quantitätsideen gehen, kann ich das auch nehmen. Es ist eigentlich kurz wie gesprungen. Das einzige Problem ist, wir haben noch nicht so viele Handelseinnahmen. Deswegen sind die Steuereinnahmen eigentlich auch prickelnd, ja. Die nehmen wir auch. Wir nehmen die Steuereinnahmen mit. Das bringt uns natürlich über lange Sicht ein bisschen mehr, weil sie immer bleiben, ja. Weil Rekrutenreserve kommen wir sowieso irgendwann hin. Und im Late Game haben wir dann immer noch diese 10% Steuer. Und müssen uns nicht verrückt machen, weil Rekruten bekommen wir so oder so. Okay. Wie lösen wir jetzt hier? Das ist ja unglaublich, wie lange diese Belagerung geht. Ich muss mal schauen, denn müsste es normalerweise. Gibt es da auch eine Zeitangabe, wie lange die stehen? Ich glaube, gleich wenn es eingenommen ist, wird es angezeigt, wie viele Tage belagert worden war. So, hier erhöhen wir die Baukosten, weil wir sowieso noch nicht so viel Geld haben. Bis unser aktueller Herrscher das Zeitliche segnet.
Was wir noch checken müssen, ist selbstverständlich neuer Herrscher. Wie sieht es mit den Dynastien, mit den Staatsehen aus? Nicht, dass wir gerade die bei Österreich aufgeben. Genau, da ist sie. Es ist auch mal ein guter Zeitpunkt, um seine Diplo-Beziehungen neu festzulegen, ja. Weil man häufig die Staatsehen verliert. Auch hier. Aber wir behalten nochmal den Status Quo, den wir hatten. Weil wir sind noch nicht fertig mit allem, ja. Gut. Wie sieht's aus? Kommen wir nochmal irgendwann da durch oder ist das jetzt bis zum Sand-Nimmerleins-Tag? Weil das hätte ich ganz gerne in der Folge noch gehabt, dass wir das hier abschließen können. Diese Eroberung. Aber es soll anscheinend nicht sein. Wir nehmen sie mit in die nächste Runde. Neuer Thronfolger, Georg. Lassen wir so stehen, wie ich schon eingangs sagte. Bis zum gewissen Zeitpunkt, bis man eine gewisse Größe hat, behält man seine Thronfolger. Bis man sich es erlauben kann, wenn man genügend Prestige hat und auch genügend Legitimität und alles drum und dran. Und man sowieso schon ein bisschen größer ist, der aktuelle Herrscher noch ein bisschen jünger ist. Dann gehe ich auch ganz gerne den Weg und versuche die mal auszutauschen. Aber da sind wir noch weit entfernt, ja. Das können wir uns noch nicht leisten. So. Ich sehe es nicht, wann wir hier mal durchkommen. Wie sieht es hier aus? Ich glaube, da sieht es ganz ähnlich aus. Also Polen hat ein Problem, ja. Okay. 10. Hat Polen noch... Ah ja, Polen hat noch Militärtaktik 3. Ja, das macht es natürlich ungünstig. Und Deutsche Orden bei 4. Klar, auch hier ist dann wieder zu sagen, ja, sind solche Eckpunkte sind entscheidend, ja. Ob man das Ganze verzögert oder ob es schneller geht. Natürlich, ob man jetzt schon Kanonen hat und sowas, natürlich noch besser. Dann kann man es beschleunigen. Hat man Schiffe, kann man eine Belagerung aufrechterhalten. Aber all das haben wir nicht. Wir haben diesen Krieg irgendwie so übers Knie gebrochen, dass wir, wie gesagt, hier das Heftchen in der Hand halten. Das war mir wichtiger, ja, als solches. Jetzt da abzuwarten, dass wir den schnellsten Krieg führen. Und ein großer Eroberungskrieg ist es auch nicht, denn wir haben ja immer noch das Problem, dass wir nicht genügend Gefälligkeiten hatten bei Polen. Und deswegen müssen wir ihnen Land abgeben. Aber das will ich eigentlich nicht. Deswegen schauen wir mal, wie wir da drum herum kommen, ja. Gut. Der Krieg mit Österreich ist vorbei. Wir haben dafür 2 Gefälligkeiten bekommen und haben jetzt sage und schreibe 17. Halt mich fest, das ging doch zügig. Früher gab es für den, oder früher gab es bei dem Kaiser nur 4 Gefälligkeiten. Ne, alle 4 Jahre eine Gefälligkeit. So rum war es. Dann kann man sich knapp ausrechnen, bis man mal 10 zusammen hat. Dauert es dann halt mal ein paar Jahre, ja. Gut, anscheinend hat sich das ein bisschen geändert. Es geht zügiger. Was ja an und für sich nicht verkehrt ist, ja. Weil mittlerweile kann man das, die Gefälligkeiten sind ein eigenes, eine eigene Einheit, Währungseinheit. Da kann man auch ein bisschen was noch kaufen, ja. Man kann gegen Dukaten tauschen. Ich kann 10 aufgeben und bekomme 31 Dukaten, ja. Oder Rekruten, wenn ich brauche. Ja, schöne Sache eigentlich. Oder Vertrauen, auch ganz wichtig. Aber das sollte eigentlich bei nicht allzu großem Fehlverhalten von alleine wachsen, ja. Gut. Das einzige Gute, was das Ganze hat, wir sind mitten im Krieg. Und die aggressive Expansion droppt immer weiter nach unten. Das heißt, wir dürften hier schon fast nichts mehr haben. Nur noch minus 10, was sagt ein Böhmen? Minus 6, also sieht ganz gut aus. Das heißt, wir können da eigentlich schon bald wieder den nächsten Krieg gegen Wolgast führen, wenn wir hier fertig sind. Im Anschluss. Aber ich denke, da haben wir noch ein paar Themen vor uns. Das sollte das Thema Missionen sein. Viel haben wir davon nicht gesehen oder es ging relativ zügig, haben wir das durchgearbeitet. Haben sogar noch eine aufgelöst. Oh, Böhmen hat Ungarn den Krieg erklärt. Wie kommt die jetzt dazu? Die sind nur noch mit Chili verbündet und haben gerade das Bündnis mit Österreich beendet. Gerade eben, ich weiß es nicht wann. Und stehen jetzt allein gegen Böhmen. Oder sehe ich das falsch? Ja. Mein Lieber. Das ist interessant, wenn wir dann noch einen Mitspieler haben, Böhm, ein starkes Böhm vor Ort ist auch nicht so prickelnd, ja. So, wie sieht's denn jetzt aus? Also, es muss doch jetzt mal hier fertig sein. Also, irgendeiner von euch wird sicherlich mitgerechnet haben oder mitgezählt haben, wie lange wir da schon stehen. Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr einschätzen. Wir haben 52 den Krieg begonnen, also 5 Jahre circa, ja, sitzen wir an dieser Marienburg. Ein Traum. Für jeden Burgenbauer, ja, dass er sagen würde, Mensch, meine Burg kriegt die nicht kaputt. Es ist wirklich unglaublich, ich packe die anderen auch da drauf. Moment, ich brauche hier einen General. Diesmal hole ich mir nicht den, meinen Anführer, weil der ist
der Nachfolger ist noch minderjährig, ja, das würde mich dann auch zu viel Zeit kosten. Ich habe ganz vergessen, dass wir natürlich Danzig halten müssen. Das kann ich aber auch mit 1000 Mann machen. Oder zwei. So, zurück. Haben wir wenigstens... Ja, unser hat zumindest noch... auch interessant. Unser hat zwar, unser General hat zwar plus 1 Belagerung als General. Zählt aber... Doch. Entschuldigt bitte, doch. Der wird doch mitgezählt. Ich habe jetzt nebendran gelesen. Haben wir es endlich geschafft. Ich werde ja nass, ey. Gott ist Willen im Himmel. Das war wirklich eine Geburt. Würde ich sagen, komm, lass uns das, den Krieg erstmal beenden. Der zweite wird ein bisschen zügiger gehen, weil dann ist auch der Livonische Orden raus, bevor hier noch Stettin da hinten alles einnimmt. Was nehmen wir uns denn von Stettin, ist die große Frage. Nehmen wir uns was? Ist da Polen sauer, wenn wir uns hier was nehmen? Stettin hat viele Verbündete. Schaut mal, das ist wirklich, da muss man, eigentlich muss man die platt machen. Bringt uns aber in Koalitionsgefahr. Aber nur mit den üblichen Verdächtigen. Und dann noch Danzig dazu. Dann wird es aber heiß, glaube ich, ja. 46 kostet mich der Spaß. Ich nehme mal nur Stettin. Und löse mal. Nö, ich kann die drin lassen. Ich gehe sowieso wieder auf im Deutschen Orden. Ich lasse die Verbündeten lasse ich drin. Ich hole hier Geld raus. Wenn wir noch ein bisschen mehr hätten, dann könnte man noch erniedrigen, ja. Ich glaube, ich mache mal das... Moment, lasst mal das Geld weg, weil das kriegt sowieso im Großteil Polen. Ich gehe lieber den Weg der Erniedrigung eines Rivalen. Mhm. Bringt uns mehr, ja. Kriegsreparationen sind auch drin. Ein bisschen Geld nehme ich trotzdem. Geht auch noch. Erniedrigen und Geld. Und eine Provinz. Halt nicht fest. Okay. So. Den Tower lösche ich gleich weg. Den brauchen wir nicht, denn wir haben ja hier oben Berlin oder da unten. Machen wir nach Kriegsende, weil wir gerade das Korn auch wieder, Problematik der Kriegsmüdigkeit, kostet uns das Korn, ja. Kosten Kernprovinzen, seht ihr da, plus 12%. Müssen wir jetzt nicht bezahlen, ja, können wir ein bisschen warten. So, die Kohlenprovinzen, da müssen wir hier eigentlich auch schon zumachen mit den Deutschen Orden. Ich glaube, wir machen das hier genauso. Stettin ist als Rivale rausgefallen, das habt ihr gesehen. Aber schön, wir sind jetzt bei 90 Machtprojektionen. Wirtschaft, genau. Das müssen wir, das Embargo aufheben. Das machen wir sofort. Das kostet uns ansonsten ein bisschen Handelsmacht. Brauchen wir nicht. So, Deutscher Orden ist eigentlich auch gut eingenommen. Wir können mal gucken, ob wir noch eine... Ich würde fast sogar sagen, auch noch eine Erniedrigung. Eine Provinz, eine Erniedrigung. Und dann lass die Polen machen, was sie wollen. Ich gebe das hier unten mal Polen. Kohlen kann ich erstmal darauf verzichten. Vielleicht komme ich auch drum herum, ihnen gar keine Provinz zu geben. Das sehen wir aber gleich. Wenn wir hier mal rangehen. Und zwar, wir nehmen Danzig. Dann sind sie aber sauer, ja. Dann sagen sie, wodurch... Da sinkt ihr Vertrauen um 20. Ne? Das ist natürlich richtig blöd, ja. Und wenn ich ihnen Kulm gebe, immer noch. Zu wenig, ja. Und Osterode dazu, immer noch zu wenig. Ah, halt mich fest. Naja, Vertrauen minus 1. Wie viel gibt's hier? Minus 5. Memel. Haben sie nicht angenommen. Wir warten noch mal kurz. Es ändert sich zwar jetzt nicht so gravierend. Aber wir versuchen es ein bisschen selber Kriegsstand noch zusammenzukriegen. Das einzige Problem, was passieren kann, wenn man zu lange wartet, schließt Polen Separatfrieden. Dann haben wir natürlich ein Problem, ja. Aber wir müssen unbedingt Danzig nehmen, weil hier entspringt natürlich diese Revolte, ja, die dann auch nochmal zum Krieg führt. Und da ist wieder Polen dabei als Verteidiger, ja, noch problematischer. Deswegen, wir machen jetzt den Sack zu. Das ist halb so wild. Minus 20, irgendwas muss ich ihnen geben, ja, was ich wieder schnell zurückbekomme. Ich glaube, diese Provinz tut uns nicht so weh, ja. Das sind minus 8 und wenn ich einen Kulm gebe, ist es minus... Nur minus 5, okay, dann gebe ich ihnen keinen Tower. Kriegen sie nur Kulm, das lässt sich später relativ einfach zurückerobern. Achso, wir wollten ja gucken, wie es aussieht mit einer Erniedrigung. Zack. Gut. Perfekt für uns.
Wir nehmen erstmal noch keine Provinzen dazu, das machen wir dann später. Jetzt ist es auf minus 14 gerutscht. Ich versuche das dann mal mit Gefälligkeiten zu drücken. Eigentlich auch nicht so sinnvoll, so viel Geld zu nehmen. Das kriegt sowieso alles Polen, ja, aber größten Kriegsanteil. Reparation machen sie auch noch mit. Das sehen wir nämlich jetzt. So, wenn dieses Vertrauen natürlich zu weit sinkt, was wir ja vermeiden wollen, haben wir das Problem, dass Polen das Bündnis auflöst und dann wird es für uns richtig ungemütlich, weil dann die Expansion in die Richtung schwieriger wird. So, Danzig ist natürlich eine tolle Stadt, können wir gut gebrauchen. Als nächstes wird es auch wieder schwierig, da müssen wir richtig schön aufbocken, dass wir hier schnell die beiden und Königsberg kriegen, die drei Tower, ne, ganz entscheidend. Das sind eigentlich vier. Tuchel, Marienberg, Osterode und Königsberg. Also, wenn wir Glück haben, setzen sie einen Tower mal auf null, ja, um ein bisschen Geld zu sparen. So, wir brauchen einen neuen. Ich würde auch fast sagen, alles das jetzt zur Konsolidierung. Nächste Folge, die geht schon viel zu lange, habe ich eigentlich nicht vorgehabt. Und wir haben jetzt nicht 40 Minuten über Missionen gesprochen. So viel soll da erstmal stehen bleiben. Wir haben hier überwiegend den Krieg vorangetrieben, der uns erstmal wichtig ist für die strategische Sache, damit es hier fleißig und gut weitergeht. Taktisch, so kann man sagen. Okay, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Und die Personalunion müssen wir auflösen mit Ansbach und Bayreuth, mein Lieber. Wer braucht das? Bis dann. Ciao, ciao.